Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Tag 2 in unserer Andachtsreihe auf Ostern hin durch das Johannesevangelium, wo wir uns Worte Jesu, die auf das Kreuz hindeuten, hinweisen, anschauen. Und ich habe uns heute einen Abschnitt in Gottes Wort mitgebracht, wo es auch wieder um so ein Wort geht und einen Abschnitt, wo es sehr brenzlig wird. Und der deswegen eigentlich in den anderen Evangelien eher am Ende vorkommt und den Johannes hier ganz bewusst an den Anfang setzt, um zu zeigen, weil es im Johannesevangelium von Anfang an eben darum geht, dass Jesus auf das Kreuz zugeht und dass Jesus Gottes Sohn ist, der gekreuzigt wird. Und wir lesen Johannes 2, die Verse 13 bis 22. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Worum geht es hier? Warum wird Jesus hier so radikal und treibt die Händler und die Geldwechsler aus dem Tempel? Und was meint er mit dem Wort, das er sagt? Der Punkt ist, der Tempel ist vom Grundgedanken her, von jeher, der Ort der Begegnung von Gott und Mensch. Der Ort, wo Gott sagt: Da ist meine Gegenwart und da könnt ihr und sollt ihr mir begegnen und mich anbeten. Und das Problem, das Jesus jetzt hat, ist, dass er sieht, dieser Ort der Begegnung und der Gegenwart Gottes ist verkommen zu einem Ort, wo Menschen aus Tradition, aus Ritus, aus totem Gehorsam Opfer darbringen und das nicht von Herzen, sondern rein aus Gewohnheit. Und daher wird es sich auch entwickelt haben, dass man direkt dort die Opfertiere kaufen konnte, dass direkt man dort das Geld wechseln konnte. Der Tempel hatte nämlich eine eigene Währung. Und die Juden merken interessanterweise gar nicht, was das Problem ist. Die sind stolz auf ihren Tempel. Die sagen: Dieser Tempel hat 46 Jahre Bauzeit gehabt. Aber Jesus geht es um was ganz anderes. Und die Juden fragen: Ey, wer bist denn du? Warum darfst du das einfach machen? Und die wollen immer ein Zeichen haben, ein Zeichen der Bestätigung. Und dann wird es interessant. Jesus sagt: Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und wie der Abschnitt uns aber sagt, redet Jesus hier nicht von dem Gebäude, sondern er redet von seinem eigenen Leib. Denn, das ist das Spannende, mit Jesus ist die Gegenwart Gottes nicht mehr nur im Tempel, sondern die Gegenwart Gottes ist zu den Menschen gekommen. Und die Menschen können Gott ganz neu begegnen. Und das Zeichen, das Jesus jetzt gibt, da sind 2 Ebenen drin.
Zum einen ist das Zeichen das Kreuz, das aufgerichtet wird. Dass Jesus ans Kreuz geht, sich ans Kreuz schlagen lässt und am Kreuz den Ort der Begegnung mit Gott und Mensch neu definiert, dass wir Gott ganz neu begegnen können. Und das zweite Zeichen, da reagiert er ganz praktisch auf die Juden, denn er sagt, ich will diesen Tempel nach 3 Tagen wieder aufrichten. Und es steht später, in Vers 22, heißt es, dass die Jünger, als Jesus auferstanden war, der Schrift glaubten. Und mit Schrift ist hier die Tora, das Alte Testament der Juden auch gemeint. Und da steht nämlich genau so eine Stelle in Hosea 6, Vers 2, falls ihr das nachlesen wollt. Nach 3 Tagen wird Gott uns wieder aufrichten. Und das ist es, was Jesus hier sagt. Nach 3 Tagen will ich den Tempel wieder aufrichten. Nach 3 Tagen will ich wieder auferstehen und das Werk Gottes, das die Begegnung zwischen dir und Gott wieder möglich macht, vollenden. Und das wünsche ich mir für dich, für euch, dass ihr das erlebt, dass euch das bewusst wird, dieses Osterfest, dieses Jahr, dass Jesus ans Kreuz geht, um die Begegnung zwischen dir und Gott wieder möglich zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du das getan hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, um die Begegnung zwischen dir und uns, zwischen dem Vater und uns wieder möglich zu machen. Und ich bitte dich, dass jeder, der das sieht und hört, das versteht, dass du die Herzen öffnest und weit machst und die Leute zu dir ziehst. Hab Dank im Namen Jesu. Amen.